So, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil Remake. Im letzten Part waren wir auf der Suche nach den Todesmasken. Und ja, jetzt suchen wir weiter nach den Todesmasken. Und ich glaube mich zu erinnern, wo die nächste ist, nämlich in einem Spiegelraum. Ja, und um dahin zu kommen, gehe ich mal oben lang. Da ist es weniger gefährlich, ja. So, hier oben drin waren wir, glaube ich, schon fertig. Draußen der Donner. Hier drin war auch sonst weiter nichts. Das war das Kaminzimmer. Drin? Nein. Kamin flackert und da oben ist die Hauskarte eingeritzt. So, und durch die Tür da kommen wir noch nicht durch, weil es verschlossen ist und wir keinen Schlüssel mit dem Helmsymbol haben. Und deshalb gehen wir mal in die Eingangshalle zurück. Ja, Jill, hier ist alles sauber. Kein einziger Zombie, kein Krallenvieh, kein Hunter, kein gar nichts, kein Licker. Keine Gefahr. Das Krallenvieh war auf der anderen Seite. Oh, kann ich jetzt die Tür aufmachen? Ja, ich kann die Tür jetzt hier aufmachen. Oh Mann, hier ablegen. Bums. Richard, what happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. So, spielen wir mal kurz Samariter und helfen unserem Teamkollegen, weil er von der gewaltigen Schlange vergiftet wurde. Ja, und das müssen wir jetzt ganz schnell zurück und ihm das Gegengift besorgen. Und deshalb lauf, Jill. Lauf und beeile dich! Ich habe noch nie probiert, was passiert, wenn wir zu spät kommen, aber sehr wahrscheinlich wird er zum Zombie dann und wir haben ein Problem. Deshalb wäre es schon günstiger, wenn wir uns jetzt beeilen. Nicht richtig? Ja, bin ich. Ja, müsst euch auch dran gewöhnen, ich bin manchmal auch so ein bisschen orientierungslos. Guckt gerne mal auf die Karte. So, hier ist jetzt kein Zombie mehr. Das heißt, ich kann jetzt ungestört unten ins Zimmer rennen. Ich denke mal, wo wir auch schon da sind, werde ich gleich was mitnehmen. Aus der Truhe. Was ich dann ein Zimmer weiter benötigen werde. Erstmal rasch zur Truhe.
Und ich brauche das Feuerzeug. Warum das fällt denn Sinn? So, jetzt schnell zum Serum. Serum mitnehmen, ja. Umdrehen und raus aus dem Zimmer. Und während ich zu Edward zurücklaufe, noch eine kleine Info. Die neue Grafikkarte ist auf dem Die neue TV-Karte ist auf dem Weg. Wird in wenigen Tagen hier eintreffen. Und bis dahin sehe ich mal, was noch rauszuholen ist. Hier draußen ist noch grünes Kraut, aber das brauchen wir jetzt nicht. Denn ich habe dieses Spiel zig Dutzende Male. Durch. Was war jetzt gerade mit dem Sound los? Okay, es scheint gerade, so wie ich das gerade höre, ein bisschen Soundprobleme zu geben. Es ruckelt ein wenig. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil Speicher ist eigentlich noch genug vorhanden. Na egal. Was ich sagen wollte, ich renne meistens dieses Spiel durch. Ich hab's 2-3 Mal durchgerannt. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Allerdings nur mit Jill. Jill. Here's my radio. Take it. I'm. Ever not hurt. Ja, ihr seht schon, der Typ macht's nicht mehr lange. Ist schon kurz vorm Sterben. Und ich glaube auch zu wissen, dass er später zum Zombie wird, wenn wir vorbeilaufen. Aber das ist ja logisch, ne? Weil die Schlange trägt ja den T-Virus quasi in sich und damit ist er auch infiziert. In dem Sinne. Oh, hallo. Unten bleiben. So ist brav. So, ich weiß, dass du sowieso später nochmal aufstehst, deswegen werde ich jetzt mir gleich das Notblatt holen. Hier habe ich eine Weile überlegt, was ich hier machen muss, dann fiel mir ein, aha, Kerzenständer. Und es werde Licht. So, dann verschieb dir den Schrank. Da ist ein Zombie drin. So, komm mal raus, mein Freund. Oh oh. Fall um. Fall um. Hallo. Shot. Und der steht bestimmt nicht mehr auf. So, das Notenblatt, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben eins davon eingesammelt, das müssen wir einfach jetzt kombinieren und schon haben wir das Rätsels Lösung. So, jetzt auf zum Schlangenzimmer, jetzt wird's gefährlich. Jetzt nehme ich einmal rennen und einmal rausrennen. So, du verwandelst dich jetzt nicht.
Shit, muss ich mir merken, wenn wir wiederkommen, haben wir ein Problem, wenn der Typ da unten liegen bleibt. Und wir kein Kerosin mehr haben. Dann. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. So, wir haben das Notenblatt. Aber ich will erstmal noch in der Eingangshalle unten was machen. Ich hatte ja gesagt, ich war eigentlich auf deiner letzten Maskensuche. Und das gute Schmuckstück befindet sich, glaube ich, dort unten in der Eckkammer. Munition nochmal kombinieren. Okay, komme ich noch nicht drin. Dazu brauche ich jetzt den Helmschlüssel. Stattdessen gehe ich jetzt mal ins Esszimmer. Ich werde mir dort noch was holen. Ich glaube, wir haben die Statue von runtergeschmissen. Wenn ich mich in einem Part dran erinnere. Ja, da liegt jetzt so ein Edelstein drin, den müssen wir später in der Tigerstatue einsetzen. Da hinten lag Farbband, das brauche ich jetzt nicht mitzunehmen. Aber das da. Das ist ein Emblem. Das brauchen wir dann später auch noch. Kann ich jetzt quasi an die Uhr schon was machen? Nein. Muss ich scheinbar vorher erstmal noch was öffnen, wenn ich mich richtig erinnere. So, wieder ab nach draußen, Jill. Jetzt geht's nach oben. Ich glaube, dort drüben komme ich schneller zu dem Räumchen. Was ich natürlich erstmal von der anderen Seite aufschließen sollte. Weil das war die Abkürzung über den Balkon. Die ich da dummerweise vergessen habe aufzuschließen. So, jetzt hier rein. Richtung Speicherkammer. Weil ich muss erstmal ein paar Sachen hier ablegen in meinem Boxchen. Ich muss immer wieder sagen, ich finde das Spiel ist bisher sehr sympathisch von der Grafik her. Auch vom Spieldesign. Und auch die Zombies sehen wesentlich besser aus. Also richtig schön verfaulte Zombies, die man sie halt sich am besten wünscht. So, Feuerzeug brauchen wir nicht mehr. Ich wollte jetzt das Notenblatt. Notenblatt. So, jetzt kommen wir mal das. Und haben das. Die Mondserenade. So, und damit gehe ich jetzt nach oben. In die kleine Hausbar. Und wo ich jetzt gerade hier schon bin, kann ich auch gleich den Weg vom Balkon zur Haupthalle aufschließen. Somit haben wir einen kürzeren Weg.
Sehr schöne Kulisse und Akustik hier draußen. Ist hier in der Ecke noch was? Nein. So, Fahrt zur Haupthalle ist offen. Und zur Bar ging es unten durch das Esszimmer hindurch, dann zum Flur. Da, wo wir den ersten Zombie getroffen haben in diesem Spiel. Dieser ganze Donner drumherum und der Regen draußen, es stärkt um die Kulisse, es ist sehr, sehr geil. Es ist wirklich einer meiner liebsten Resident Evil Teile, die ich überhaupt spiele. Ich habe ja 3 Stück auf dem GameCube. Allein auf dem GameCube Teil 4, Zero und das Remake. Den zweiten, dritten habe ich hier original rumzuliegen. Für die PSX. Ja, und den fünften auf PC und den sechsten freue ich mich schon ganz besonders drauf. Da warte ich schon sehnsüchtig auf das nächste Jahr. Ich habe ihn schon vorbestellt. Vorbestellt kann man da nicht. Auf meiner Wunschliste. Ich werde ihn mir auf jeden Fall kaufen, weil es ist so ein geiles Spiel. So, ja, apropos Spiel, gehen wir mal zurück zur Handlung. Wie ich das gerade so sehe, frage ich mich, stammt Jill etwa aus einem Elternhaus mit einer reichen Familie? Weil es ist ja meistens so, dass die Kinder von quasi reichen Familien Klavierstunden hatten. Also hier ist gerade Trevors Tagebuch. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seitdem ich auf dieses Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mal und sagte, ich bedauere, dass ich ihm das zumuten muss, aber es ist aus. Sicherheitsgründen nötig. Da ging mir ein Licht auf. Jetzt macht es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer, ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Es ist zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. Mai 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Ah, das, was wir gefunden haben wahrscheinlich. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus geliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünsche, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich kurz vor meiner Ohnmacht, sagten die Männer in Laborkitteln etwas. Wie wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon tot. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus diesem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganze Familie umgehen. Tigerung, Golzenbull, das darf ich nicht vergessen. Ich bin so ein Esel.
Ich hab die Holzplatte vergessen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal in diesem Part hier Schluss. Und im nächsten Part werde ich dann erstmal mir die Holzplatte wiederholen und diesen ganzen Vorgang jetzt nochmal wiederholen. Also, danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Danke, euer Wacky Lion. Tschüss.